Hallo und herzlich willkommen auf Nerella.de. Wir hatten uns ja im vergangenen Video angeschaut, was die Fibonacci-Folge ist und welche Eigenschaften sie hat. Nun können wir einige Aussagen der Fibonacci-Folge mit Hilfe der vollständigen Induktion beweisen. Eine dieser Aussagen ist, dass gerade 1 plus f1 plus f2 und so weiter plus fn gerade das n plus 2. Folgenglied, also fn plus 2, ergibt. Ruf uns nochmal ins Gedächtnis, was ist die Fibonacci-Folge? Sie beginnt bei 0, erst dann geht es weiter über 1. Und mit dieser Regelmäßigkeit können wir die weiteren Folgenglieder bestimmen. Man addiert einfach die letzten beiden Folgenglieder. 0 plus 1 ergibt 1, 1 plus 1 ergibt 2, 1 plus 2 ergibt 3 und so weiter. Also können wir anfangen, den Induktionsanfang zu benutzen. Nämlich gerade 1 plus f1, n ist ja gerade 1. 1 plus f1, f1 ist hier oben definiert, 1, 1 plus 1 ergibt 2. Nun, das soll gerade gleich sein wie fn plus 2. N gleich 1, also muss hier f1 plus 2, also f3 sein. Nun, f3 können wir hier schauen. Wir beginnen mit f0, f1, f2, f3. f3 ist die 2, also stimmt es. Induktionsanfang ist gezeigt. Nun müssen wir den Induktionsschritt gehen, nämlich erstmal die Induktionsannahme setzen, nämlich dass für ein beliebiges, aber festes n eben unsere Aussage gilt, nämlich 1 plus f1 plus f2 und so weiter bis fn, gerade fn plus 2 ergibt. Und auf der Grundlage dieser Annahme, die wir jetzt als Gesetz voraussetzen, müssen wir schauen, dass wir die Induktionsbehauptung beweisen können, nämlich gerade 1 plus f1 plus f2. Jetzt muss ich genau einen Schritt weitergehen, bis zum n plus 1 Schritt, also plus fn plus fn plus 1. Auf der anderen Seite muss ich auch 1 weitergehen, also steht hier nicht der fn plus 2, sondern fn plus 3. So, beweisen wir das? Dafür müssen wir schauen, was wir da stehen haben auf der linken Seite. 1 plus f1 plus f2 plus fn plus fn plus 1. Das Ganze hier, von 1 bis fn, das steht hier in der Induktionsannahme, können wir ersetzen mit fn plus 2. Das heißt, es steht hier da, fn plus 2, das bleibt übrig, also plus fn plus 1. Und das sollen wir gerade zeigen, das soll gerade fn plus 3 sein. Nun, wie ist die Fibonacci-Folge definiert? Gerade die Addition der letzten beiden Folgenglieder. Das heißt, bei fn plus 3 werden die beiden vorherigen Folgenglieder gerade fn plus 1 und fn plus 2. Also steht genau das hier, was wir sehen wollen. Also gilt diese Aussage für die Fibonacci-Folge. Danke.